Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und momentan gibt es relativ viele, aber auf dieses Video freue ich mich bisher am meisten, denn dieses Case Opening wird besonders, denn die Skins, die ich heute raushole, die darf ich wirklich behalten. Das heißt, wir sammeln heute Skins für meinen CSGO-Account und vielleicht seht ihr die Skins dann auch mal in einem Stream oder in einem Video im Einsatz. Ganz kurze Anmerkung an euch, es handelt sich hier dabei natürlich um Glücksspiel. Das heißt, wenn ihr noch nicht 18 seid, dann solltet ihr die Finger von diesem Glücksspiel lassen. Wenn ihr über 18 seid, feel free to play on your own. In der Videobeschreibung habt ihr einen Link mit einem Bonuscode. Dort könnt ihr euch natürlich wie immer auf der Webseite mit anmelden und einen kleinen Gratis-Roll. 30 Cent kriegt ihr, glaube ich. Also für eine Mil-Spec-Case reicht es ja schon und vielleicht könnt ihr euch da dadurch ja auch wieder hochtraden. Ich habe $200 von denen bekommen und kann dafür jetzt Kisten aufmachen. Und ich habe mir so überlegt, was für Skins möchtest du haben? Natürlich ein schönes sexy Knife wäre ganz geil. Was gibt es denn hier zum Beispiel in der Melee? Da gibt es jetzt nicht so viele Knives, wo ich sagen würde, ah, die würde ich selber anlegen wollen. Das Gut Knife Doppler und das Gut Knife Raw sind so die einzigen. Die Flip Knives sind nicht so sexy, also zumindest nicht von denen, die hier drin sind. Dann gibt es ja noch das Elite Case. Da gibt es vielleicht, ja, die Rust Coat sieht auch nicht so genial aus. Handschuhe wären natürlich cool. Ja, oder was haben wir noch? Die New Knives. Und ich glaube, also ich würde mit dem Gedanken spielen, diese New Knives aufzumachen, weil hier gibt es wirklich einige. Ich liebe ja eigentlich die Huntsman Knives. Huntsmans sind hier leider nirgendwo drin. Ich hätte ja gerne das Huntsman Marble Fade. Gibt es jetzt leider nicht, aber halt auch so Flip Knife Autotronic, die ganzen Gamma Doppler Dinger. Hier so ein Karambit Autotronic oder allgemein auch hier so ein, ja, weiß ich nicht, Freehand. Die Karambits sind auch nicht so meine erste Wahl tatsächlich. Ich finde die jetzt, ich weiß, viele sind da voll der Fan von. Ich nicht unbedingt. Dann spiele ich halt sehr viel AWP. Da könnten wir die AWP-Kiste mal ein paar Mal aufmachen, weil die AWP-Boom ist ein geiler Skin. Graphite sieht sexy aus. Die Asimov ist halt auch so ein All-Time-Favorite. Dragonlore natürlich, aber die werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Die Hyperbeast finde ich halt auch sehr sexy. Oder die Medusa sind auch somit meine Favorites. Ansonsten haben wir ja noch Collections hier, wie die Gods and Monsters Collection. Oder auch einfach hier so eine E-Sport-Case, weil hier gibt es sowohl die Boom als auch die Kitty drin. Das wäre natürlich auch nicht so verkehrt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal damit. Wir machen einfach mal zwei auf. Wir machen mal zwei von den Dingern auf und schauen mal, was uns dort erwartet. Wir kriegen zweimal Faded Zebra. Und die überzeugt mich jetzt nicht so. Ich gebe die erstmal, ich weiß gar nicht, was ist denn das hier? Die sind ein bisschen abgenutzter. Ich verkaufe die erstmal beide wieder. Ja, ich mache einfach mal nochmal eine AWP-Kiste auf. Vielleicht haben wir da ja ein bisschen mehr Glück. Eine Wormgod für 91 Cent. Ah, die können wir auch wegpacken. Machen wir das nochmal. Wir müssen einfach ein bisschen Glück haben, ja. Ich werde auch sehr viel wahrscheinlich wieder raushauen. Oh, die Elite-Build in Stat-Track für 14. Aber die würde ich erstmal wieder verkaufen, weil wir damit einfach jetzt auf $204 abgegradet haben. Ja, ich möchte Skins haben, die mir selber gut gefallen. Die Elite-Build ist persönlich nicht so mein Favorite. Und mit der AWP-Kiste kann man eigentlich relativ viel spinnen, denke ich mal. Oh Gott, warum auch immer eine Sword of Snake Camo in der AWP-Kiste drin ist. Whatever, wir rollen einfach mal ein bisschen. Vielleicht kriegen wir jetzt ja hier irgendwas. Die Phobos. Oh! Nice, mit Stat-Track. Mit Stat-Track für 1154. Aber auch nicht das, was ich möchte. Ich habe aktuell eine Wormgod Stat-Track. Oh, bleibt. Oh nein. Oh Mann. Das wäre es gewesen. Eine Boom Stat-Track Factory New. Das wäre halt. Oh, wieder kurz vor der Boom. Das wäre halt wirklich. Muah, Leute. Muah. Oder Pink DDPAT. Auch ordentlich was wert. Nochmal $10. Also wir halten uns, ihr seht es oben, wir halten uns mehr oder weniger auf den $200. Und das heißt, wir können auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen diese Kisten spinnen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das auch irgendwann nochmal. Oh, Sun and Leo. Auch relativ sexy, aber die ist ziemlich abgeranzt. Und für 1,47 können wir die auch gleich wieder zurückgeben. Ich glaube, das ist auch das Schlauste. Oh Gott, eine Manowar. Oh, die sieht aber richtig. Die behalten wir, Leute. Die behalten wir. Die Manowar behalten wir, auch wenn die, glaube ich, für 9,87, ich schau mal nach, was das für eine Dings ist. Es gibt jetzt im Steam Market auch nur eine einsatzerprobte und eine Minimalware und es könnte beides sein. Ich glaube, es wird dann eher so eine Field-Tested sein. Die würde ich aber auf jeden Fall erstmal behalten, oder? Oder gebe ich die zurück? Behalte ich die oder gebe ich zurück? Ich behalte die erstmal. Verkaufen können wir später immer noch. Wir rollen nochmal. Safari-Mesh, Leute. Die Classic Low-Level AWP muss es natürlich auch irgendwie noch sein.
ohne AWP Electric Hive, Non-Stat-Track. Stat-Track wäre die richtig Asche wert gewesen, aber Non-Stat-Track für 10,34 können wir auch wieder zurückgeben, damit wir einfach mal unser Konto wieder ein bisschen auffrischen. Jetzt nochmal irgendwas Dickes. Na, die normale Phobos bringt's leider einfach nicht. Aber ich würde sagen, das lassen wir erstmal als letzter AWP-Roll, oder? Eine Pit Viper, die kann auch weg. Und dann schauen wir uns lieber nochmal nach einer anderen Kiste um. Die Mystery Case sieht auch nicht so verkehrt aus für 13. Ich meine, wir hatten eine Chance auf ein Tiger Tooth oder ein Fate Gut Knife. Hier ist eine Sword of Kraken, die sexy aussieht. Noch ein Knife. Die Neon Revolution ist sexy. Die Desolate Space, Wasteland Rebel. Also hier sind einige schöne drin. Kann ich mir das... Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht unter 150... Ich roll einfach mal. Wisst ihr was, Leute? Fuck it. Machen wir einfach mal auf und hoffen wir mal, dass was Geiles dabei rauskommt. Eine Bullet Drain für 21 in Stat Track. Die würde ich tatsächlich mitnehmen. Weil ich jetzt aktuell, glaube ich, was habe ich denn? Ich glaube, ich habe die Evil Daimyo in Non-Stat-Track. Was ist die? Aber Stat-Track, $21. Ich glaube, das ist schon ein bisschen abgeranzt. Ja, das wird eine Field-Tested sein. Eine Field-Tested, was ist abgenutzt? Ist Well-Worn, oder? Oder ist das Battlescarred? Das Battlescarred. Also es wird entweder eine Battlescarred oder ich denke mal, es wird eine Field-Tested sein. Weil die aktuell am günstigsten ist. Die nehmen wir auf jeden Fall so erstmal mit. Und dann, Leute, $169 haben wir noch. Wir haben bisher eine relativ gute Ausbeute gemacht. Das heißt, wir haben jetzt für die... Was haben wir denn hier? Für eine Manowar und für eine Bullet Drain. Was sind das? $10, $30. Haben wir auch ungefähr $30 ausgegeben. Also momentan liegen wir noch voll im Limit, was die Items wert sind. Jetzt wird's Zeit, glaube ich, was Dickes zu rollen. Wobei, wir können auch nochmal vielleicht in die Fate-Kiste rein. Wisst ihr was, Leute? Wir schauen nochmal in die Fate-Kiste rein. So, hier ist das Marble Fate drin. Huntsman Fate... Auch ultra geiles Knife. Ultra geiles Knife. Und hier müssen wir jetzt einfach Glück haben. Hier schaue ich nicht hin. Ich guck weg, Leute. Das ist, hier könnte einfach ultra geiler Scheiß drin sein. Und wir haben einen Revolver. Amber Fate. Ah, für 84. Den können wir aber auch direkt verkaufen. Wir machen noch eine auf. Was soll der Geiz, Leute? Was soll der Geiz? Und es wird wieder nur eine richtig läppische Mac-10 Fate. Okay, da haben wir kein Glück. Jetzt 159, 158 haben wir noch und ich würde einmal wirklich dieses New Knife haben. Also einmal diese New Knife Kiste und hier kann so geiler Scheiß drin sein. Und Leute, jetzt bitte. Wir hatten beim letzten Mal das M9 Bayonet Autotronic. Das war sehr gut. Wenn wir so eins wiederkriegen würden, wäre das halt richtig geil. M9 Bayonet oder das normale Bayonet ist egal. Ich möchte nur keine von diesen, ich sag jetzt mal, grauen Knives. Wisst ihr, also hier sowas wie ein Bayonet Freehand, was hier das Brightwater Freehand. Das ist halt Brightwater und Freehand, das ist nicht so geil. Ist nicht so geil. So, ich finde vielleicht ein Bayonet in Freehand oder so sieht noch ganz geil aus, aber okay, Leute, wir brauchen Glück. Wir brauchen Glück. Und was tun wir, wenn wir Glück nehmen? Wir nehmen natürlich Meme-Klamotten, Leute. Heute ist es die Heavy Breathing Cat als T-Shirt. Ja, vielen Dank an Sergeant Frechdachs für dieses Geschenk. Aber wer kennt sie nicht, ja? Die Heavy Breathing Cat. Und hoffen wir einfach mal, dass dieses T-Shirt uns jetzt Glück bringt, Leute. Ja, drückt die Daumen. So, Hände warm rubbeln. Und jetzt, Freunde, $150. Wenn wir jetzt nur ein $50-Knife kriegen, ist das... Oh, das tut weh. Okay, $150. Okay, 3, 2, 1, go for it! Oh, komm. Nein! God Knife Freehand! Oh. Verdammt. Aber das Ding, wir werden es behalten für $82. Verdammt, da hätten wir sogar mit einem Flip Knife die Flip, was haben wir denn die ganze Zeit gezogen? Flip Knife Freehand haben wir im anderen Dings gezogen, ne? Im letzten Opening. Und selbst die waren über 100 wert. Das heißt, wir haben somit das Schlechteste gezogen, was es, glaube ich, gibt. Oh. Okay, wie viel haben wir noch? $9. Ja, wir traden uns, glaube ich, erstmal ein bisschen mit Milspec hoch. Wir können hier einfach mal, zack, 1,20. Ah, schauen wir mal, ob wir jetzt hier so lucky sind wie im letzten Opening. Ja, nicht ganz. Ist da eigentlich irgendwas Cooles bei, was ich auch gerne nehmen wollen würde? Ich weiß es gar nicht. Ja, die Candy Apple zum Beispiel. Guck mal, jetzt machen wir zufälligerweise nur noch Verlust. Was ist denn das? Jetzt machen wir auf einmal nur noch Verlust?
Moment, ist die Seite vielleicht ein bisschen rigged? Ich weiß es nicht. Wir haben doch beim letzten Mal haben wir 5 aus 5 plus gehabt. Und jetzt machen wir nur noch Verlust. Vielleicht sind auch die Skins einfach ein bisschen weniger wert geworden. Aber das glaube ich nicht. Wir machen ja nur noch Verlust. Erinnert ihr euch ans letzte Opening, Leute? Jetzt haben wir erstmal ein bisschen 19 plus gemacht. Aber das ist ja lächerlich, Leute. Das ist ja lächerlich. Machen wir mal eine Covert auf. Ja, haben wir noch 1,34. Was soll's? Vielleicht holen wir hier irgendwas raus. Oh Gott, fast eine M4A1S Mecha Industries in Stat Track. Das wär's halt gewesen. Kurz die Kamera ausgefallen, Leute. Eieieiei. Verkaufen wir die? Ich weiß es nicht. Wir behalten die nochmal. Aber Freunde, wir haben immerhin ein Gutknife Freehand, was wir mal an uns senden können. Genauso wie die Bullet Drain. Die werde ich mir auf jeden Fall jetzt mal gönnen. Die wird sogar bearbeitet. Das heißt, da dürften wir jetzt auch gleich einen Contract kriegen. Und die Main War nehmen wir natürlich auch mit. Mal gucken, ob das klappt. Auch die wird bearbeitet. Dann müsste ich die jetzt auf jeden Fall demnächst auf meinem Konto haben. Ja, was machen wir mit der Desert Strike, Freunde? Was machen wir mit der Desert Strike? Die Desert Strike kommt einfach nicht mit der Bullet Drain mit. Wir könnten die eigentlich, wir verkaufen die. Wisst ihr was, Leute? Fuck it. Desert Strike. Weg mit der. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was haltet ihr von meinem sexy T-Shirt? Geil, oder? Ich versuche in nächster Zeit auch mal was anderes zu bringen, außer immer Pyro und Case Opening. Aber das Case Opening werden wir weiterhin machen. Wir werden auch vielleicht mal ein paar andere Seiten testen, wenn ich noch ein paar coole sehe. Vielleicht habt ihr ja Favoriten, ja? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Macht's gut, meine Freunde. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.